Liebe Kongressteilnehmer, einen wunderschönen guten Tag. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mir die Gelegenheit geben, auf diese Weise mit Ihnen zu kommunizieren. Leider kann ich ja nicht zugegen sein. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich das nun anhören, was ich Ihnen auf diesem Wege zu sagen habe. Wahrscheinlich ist es wesentlich schlechter als und weniger verständlich, als es gewesen wäre, wenn ich es Ihnen mit einem Manuskript hätte vortragen können. Ich danke Ihnen also jetzt schon für Ihre Geduld und hoffe, dass ich auch aus dem Blauen heraus einiges sagen kann, was Sie interessiert. Vor etwas mehr als einem Jahr kollabierte die damals fünftgrößte Investmentbank Lehman Brothers. In der Folge fielen Märkte und Börsen fast wie Steine. Ist Lehman der Grund für die jetzige Krise? Beziehungsweise hätte man mit einer Rettung von Lehman die Krise vermeiden können? Auf keinen Fall verhindern. Der Fall von Lehman Brothers war nicht die Ursache der Krise oder auch nicht eine Ursache der Krise, sondern ein Symptom, eines von vielen Symptomen. Und wenn man eine Bank gerettet hätte, hätte das überhaupt nichts an der Tatsache geändert, dass das Gesamtsystem marode ist und dass es gar nicht drauf ankommt. Wer zuerst fällt und wer als Nächster oder Letzter fällt, schlussendlich werden sie alle fallen, weil das gesamte System marode ist und nicht überlebensfähig. Dass es im Zuge der Entscheidung, Lehman fallen lassen oder nicht, zu einem Gekügel gekommen ist zwischen der Hochfinanz und der Politik, ist eine andere Frage. Strategische Entscheidungen, wer wird zu den Verlierern zählen, wer zu den Gewinnern, das ist eine andere Sache. Aber auf das Ganze gesehen, aufs Gesamtsystem gesehen, ist es unerheblich, wer zuerst und wer als Nächster fällt. Schlussendlich wird das ganze System untergehen. Die Vertreter der österreichischen Schule mahnen ja schon seit sehr langem vor einer Entwicklung, so wie wir sie jetzt haben. Was macht diese Denkrichtung so einzigartig, dass man damit eine Entwicklung erkennen kann, die die Masse der Ökonomen nicht erkennen konnte? Ja, es ist schon sehr auffällig, dass so gut wie kein einziger der sogenannten Mainstream-Ökonomen die Krise hat kommen sehen, aber so gut wie alle Austrians. Das sollte schon sehr zu denken geben. Der Kern des Geschehens liegt darin, dass die Ökonomik seit Keynes vollständig versumpft ist. Es gibt ein allgemein akzeptiertes Tandem zwischen Reichtum und Konsum. Der Konsum steht im Mittelpunkt aller ökonomischen Betrachtungen. Dabei weiß jedes Kind, dass sich, so wie sich ein einzelner Mensch nicht reich konsumieren kann, so kann sich auch eine ganze Volkswirtschaft nicht reich konsumieren. Sie kann sich allenfalls reich sparen, aber nicht reich fressen. Dann haben wir auch seit Keynes und überhaupt als Modeerscheinung der neuzeitlichen Ökonomik einen Ersatz des Wortes Sparen durch Kredit. Die österreichischen Ökonomen wissen, dass man Kapital nur mit echten Ersparnissen bilden kann. Die übrigen Ökonomen, vor allen Dingen alle Schattierungen der Keynesianer,
Auch der sogenannten neoklassischen Synthese und wie sie alle heißen. Glauben, dass man auf das Sparen verzichten kann, weil man ja beliebig Kredit schaffen kann. Das ist in etwa so, als würde man ein Haus statt aus Backsteinen aus Lehm bauen. Das geht natürlich. Und das Haus ist sogar schneller fertig. Aber der nächste starke Regen wird es wegspülen. Das sind keine soliden Fundamente. Die all diese Grundlagen eines gesunden ökonomischen Denkens sind der sogenannten Mainstream-Ökonomik verloren gegangen. Und die entsprechenden, die Austrian Theory ist ja nur eine, eigentlich nur eine Weiterentwicklung, eine Fortentwicklung der Klassik. Und die Weisheiten, die in der klassischen Zeit der Ökonomik erarbeitet wurden und durch die Österreicher fortgesetzt wurden, sind eben mehr oder weniger zeitlos. Man kann sie nicht einfach über den Haufen werfen und durch modernes Geschwätz ersetzen. Was die Austrian Economics einzigartig macht, das ist, dass sie eine mit der allgemeinen Theorie, der allgemeinen volkswirtschaftlichen Theorie von Angebot und Nachfrage und so weiter, voll integrierte und konsistente Geldtheorie hat und Kapitaltheorie hat. Sie hat also seit Menger und hauptsächlich seit Mises eine vollständig ausgebaute Geldtheorie. Nach wie vor halte ich das Werk von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel von 1912 bzw. 24 für das bedeutendste und wichtigste Buch der Geldtheorie überhaupt. Und sie hat seit Babberg und später Hayek, also schon seit den 30er Jahren und 40er Jahren, eine ebenso voll ausgebaute und in das Theoriegebäude, in das Gesamttheoriegebäude eingebaute und damit konsistente Kapitaltheorie. Damit können die Ökonomen der österreichischen Schule Zyklen erklären, können also erklären, wie Booms and Busts entstehen, wie große Aufschwünge, große konjunkturelle Blasen entstehen mit anschließenden Zusammenbrüchen. Sie können erklären, zu welchen Verwerfungen, zu welchen strukturellen Verwerfungen es in einer Volkswirtschaft kommt, wenn der Faktor Geld eine zu große Rolle spielt, wenn beliebige Geldmassen erzeugt werden und wenn der Zins manipuliert wird. Während die übrigen Schulen der Ökonomie, für die übrigen Schulen ist das Geld praktisch bedeutungslos. Deren Modelle besagen meinetwegen, zwei Käse tauschen sich gegen einen Apfel. Das Geld wird zwar zwischengeschaltet als Tauschmittel, aber es ist nicht so wichtig. Die Grundlage ist, zwei Käse gleich ein Apfel, dass das Geld dazwischen kommt, kann man vernachlässigen. Das Wesen des Geldes wird in dieser Theorie überhaupt nicht verstanden. Welche Wirkungen es haben kann und welche gewaltigen Verwerfungen es erzeugen kann, wenn es falsch gehandhabt wird, wenn es beliebig erzeugt wird, wenn es der beliebigen Aufschuldung dient,
Und wenn sein Preis, der Zins, beliebig manipuliert wird. Das sind die großen Unterschiede. Deshalb konnten die Ökonomen der österreichischen Schule sehr wohl die Krise kommen sehen und alle anderen nicht. Haben Sie den Eindruck, dass den Vertretern der österreichischen Schule seit Krisenbeginn mehr Gehör geschenkt wird als vorher? Ja, ein wenig schon. Vor allen Dingen in den USA. Das hängt auch mit einzelnen Figuren zusammen. Zum Beispiel in den USA mit Ron Paul, dem Abgeordneten, Kongressabgeordneten Ron Paul, der in den letzten Monaten sehr viel Aufsehen auf sich gezogen hat und der eine ungeheuer dankenswerte, großartige Kampagne durchführt auf dem Boden der österreichischen Schule. Zum Beispiel zur Abschaffung des Federal Reserve Systems. Das hängt auch mit Figuren zusammen, ganz brillanten Köpfen wie Lew Rockwell vom Mises-Institut, auch mit solchen Instituten wie vor allen Dingen das Mises-Institut, die in den letzten Jahren über das Medium des Internets millionenfache Verbreitung gefunden haben auf der ganzen Welt. In Europa haben wir leider sehr wenige Austrians, aber auch hier tut sich was, sehr viel. Das sieht man beispielsweise am heutigen Kongress und an den vielen brillanten Köpfen, die dabei sind und an den Institutionen, die hier mitwirken. Das ist eine ganz großartige Sache. Ich war vor 20 Jahren noch ziemlich einsam auf weiter Flur als Austrian. Inzwischen sind sehr viele, sehr, sehr gute Köpfe nachgekommen. Also ganz besonders freut es mich beispielsweise, dass Professor Hülsmann aus den USA wieder nach Europa gekommen ist. Leider nicht nach Deutschland, aber immerhin, er ist in greifbarer Nähe. Und dass auch Leute wie beispielsweise jüngere Leute, Professor Thorsten Polleit, in den letzten Jahren und Monaten sehr aktiv geworden ist. Ein großartiger Kopf. Und das gibt, ich setze sehr viel Hoffnung auf diese Sache. Es ist, wie Hayek gesagt hat, oder wie Pascal Salin gesagt hat. Hayek hat mal zu Pascal Salin, dem Austrian, ehemaligen VWL-Professor in Paris, an der Universität Paris, der inzwischen emeritiert ist, mal gesagt, also Hayek hat Salin gesagt, die österreichische Schule sei eine der Hoffnungen, auf die er sei, die Chancen, bessere Chancen in der Zukunft sieht. Und Salin hat ihm geantwortet, nicht eine der Chancen, sondern die einzige, die wir haben. Und das ist bis heute so geblieben. Ein Satz, der mir im Gedächtnis geblieben ist, ist auch der von Robert Grötzinger. Ich nehme an, er ist heute bei Ihnen anwesend, der geschrieben hat, die Theorien der Austrian School sind die wahrscheinlich wirksamste Waffe, die wir im Streit um die Freiheit und gegen die Unfreiheit haben. Aber es bleibt trotz allem ein einsamer Kampf. Wir haben ein riesiges Heer von Gegnern gegen uns. Wir haben fast alle gegen uns.
Wir haben die gesamte politische Elite gegen uns, die niemals vom Fiat Money, vom falschen Geld, vom beliebig vermehrbaren Papiergeld abrücken will. Wir haben praktisch alle Geschäftsleute gegen uns, die glauben, im deckungslosen Papiergeld mehr Geschäfte machen zu können. Wir haben alle Bankiers gegen uns. Wir haben fast alle Ökonomen gegen uns. Es wird ein einsamer Kampf bleiben, aber wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Wir haben die besseren Argumente. Nach wie vor gilt der Satz dieses wunderbaren Büchleins von Ludwig von Mises vom Wert der besseren Ideen. Diese besseren Ideen haben wir auf unserer Seite. Und das sollten wir wissen und nicht nachlassen. Wenn wir jetzt einmal alle politische Korrektheit beiseite lassen, wie werden sich Wirtschaft und Märkte in den kommenden Jahren Ihrer Ansicht nach entwickeln? Mit einem Wort gesagt, verheerend. Da die Ursachen nicht erkannt werden oder nicht, da man sie nicht erkennen will, wird man auch nicht die richtigen Maßnahmen dagegen ergreifen. Die Entwicklung wird eine schlimme werden. Noch ist nicht ganz klar, und es wird noch eine ganze Weile nicht klar sein, ob wir mehr in Richtung einer dahin marodierenden Wirtschaft gehen, wie das Japan in den letzten 20 Jahren vorgeführt hat, oder ob wir serienweise weitere Crashs erleben werden, die sich kumulieren, verschlimmern. Stark steigende Arbeitslosigkeit. Ich sehe nichts Gutes, gar nichts Gutes, sehe nirgendwo einen Ansatz. Man hat die Probleme mit denselben Mitteln behandelt, aus denen die Probleme erst entstanden sind. Die Schuldenlawinen, die Kreditlawinen, die Geldlawinen, die Billionenmassen, die um den Erdball schwirren, werden zu neuen Schocks führen und irgendwann auch wahrscheinlich zu einer Hyperinflation mit entsprechenden politischen Auswirkungen. Wir kennen die Hyperinflation der Vergangenheit, welche politischen Folgen sie hatten. Wir werden also wahrscheinlich einen Trend zu immer mehr Sozialismus bekommen, neue Arten des Sozialismus, neue Arten des Faschismus, auf jeden Fall mehr Totalitarismus, weniger Freiheit. Und insgesamt eine Radikalisierung. Wir werden auch Aufstände erleben. Wir werden Unruhen haben, explosionsartige Wucherungen der Kriminalität. Eine insgesamt sehr, sehr unerfreuliche Entwicklung. Und alles das wird nicht aufhören, wenn wir nicht zurückkehren zum freien Marktgeld, wenn wir nicht konkurrierendes Privatgeld einführen, wie es Friedrich August von Hayek vorgeschlagen hat. Wenn wir nicht die Zentralbanken abschaffen, das Fractional Reserve Banking, das Bruchteilsreservenbankwesen nicht austrocknen, wie das alles gehen soll, dafür liegen konkrete Vorschläge vor. Dafür haben wir sehr gute Köpfe.
Professor Hülsmann und Professor Polleit haben bereits Ausarbeitungen darüber vorgelegt. Ganz entscheidend ist ein Satz von Professor Hülsmann, Jörg Guido Hülsmann, dass der springende Punkt eines falschen Geldsystems nicht der ist, dass wir Papiergeld haben, sondern dass wir ein Zwangspapiergeld haben. Wir müssen uns also konzentrieren auf den Schlachtruf weg mit dem Zwangspapiergeld, weg mit dem gesetzlichen Zwang zur Nutzung nur eines einzigen monopolistischen Staatsgeldes. Wenn es uns gelingt, in diese Phalanx eine Bresche zu schlagen, sehe ich eine etwas rosigere Zukunft, als ich sie gerade gezeichnet habe.